Tag. Guten Tag. Wissen Sie, wo wir sind? Ja, ihr seid hier auf dem Stadtgut in Berlin-Blankenfelde. Ach so. Und soll ich euch was verraten? Da ist der Holzschuppen. In diesem Holzschuppen soll eine ganz geheimnisvolle Maschine sein. Ja, wirklich? Lass uns schnell hingehen. Ja, los, komm. Vielen Dank. Ja, bitte. Tschüss. 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 Also, wir gehen dann. Du sagst uns dann Bescheid, wenn das wir da sind. Wir warten hier. Und du winkst uns dann zu. Okay, ja, genau. Oh mein Gott, das ist doch ein Lenkrad! Oh, guck mal, das ist ein Radio. Und hier sind verschiedene Zeiten drauf. Das kann doch nur eine Zeitmaschine sein! Wer bist du? Graf Barfuß zum Malchow. Das ist aber ein komischer Name. Wo kommt denn der her? Tja, das habe ich auch geschrieben. Wollt ihr das hören? Ja. Tja, es gab da mal eine Sage, die kündete von drei etlichen und herzhaften Kriegsknechten, die schlichen mit Ball, Hacken und Stricken ausgerüstet über Nacht über den gefrorenen Graben an der Stadtmauer heran, wo ein Eichbaum ihnen das Emporklimmen erleichterte. Unbemerkt gelangten sie auf die Mauer, konnten sich herablassen, die überraschte Torwache hinterrücks niedermachen und das Tor den Kaiserlichen öffnen. Die aufgestreckte Besatzung wusste nicht, was geschehe, wähnte die von Hunger gequälten Einwohner, hätten sich wieder Schwenepöt empört und schrien beständig Rebelle, Rebelle. Unter diesem Geschrei wurde die Besatzung von den Kaiserlichen teils getötet, teils gefangen und die Stadt kam wieder in die Gewalt des Kaisers. Und ich war einer. Jedoch, als ich diese Mauern erklommen, hatte ich mir ein paar blutige Füße geholt, weil meine Schuhe unterwegs dann doch runtergefallen sind. Und so gab mir dann mein Lehnsherr genau diesen Namen. Ach so, okay. Jetzt verstehen wir die Bastich-Geschichte. Ja. Dankeschön. Tschüss. Oh, wir sind in der DDR. Lass uns schnell wieder abhauen. Okay. Ich heiße Selma und lebe mit den anderen in Kolonieabenteuer im Jahr 3010. Vor 500 Jahren gab es eine riesige Umweltkatastrophe. Ja, seit damals ist die Luft so verpest, dass man nicht mehr atmen kann. Wir alle hier leben zusammen am Stadtrand.
Alles, was wir zum Leben brauchen, pflanzen wir selber. Wir haben hier auch Schweine, Hühner und einen Brunnen, von dem wir Wasser holen können. Dankeschön. Danke. Tschüss. Für die Auskunft. Tschüss. Was wir erlebt haben. Ja, zum Glück habe ich es auf Video aufgenommen. Komm, lass uns schnell heimlaufen und das Video angucken.